Every mangled mass of steel has a story to tell. A tale of speed, guts, talent, style. Driver willing to risk it all to create Hollywood's greatest moments. Stuntman Ignition. Hallo Julian, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Herzlich willkommen zu Stuntman Ignition. Ja, ich drücke mal die Starttaste, wie das Spiel es von mir verlangt. Am Schirm steht, bla bla bla. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zu einem Spiel, das ihr höchstwahrscheinlich nicht kennen werdet. Zumindest wenn ihr nicht zufällig Julian, Max oder vielleicht auch Tobi heißt. Stuntman Ignition, Kontext, der gute Julian aka Speedorino hat mir dieses Spiel vor einiger Zeit schon zukommen lassen und entsprechend dachte ich mir, ja, muss ich das Ganze auch mal displayen, da ich allerdings ungefähr 37 Millionen Spiele immer in der Pipeline habe, die ich spielen möchte, hat sich das Ganze ein bisschen nach hinten verschoben, es ist ja jetzt schon einige Wochen her, ich habe dazu auch ein Unboxing gemacht, von dem kleinen Päckchen, das ankam, ich wollte schon Paket sagen, aber es wäre ein bisschen überambitioniert. Aber jetzt ist es soweit, hey, wir spielen die PS3-Version des Spiels. Das erschien nämlich sowohl für die PlayStation 2 als auch für die PlayStation 3. Ob es für andere Konsolen dann noch erschien, weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Wahrscheinlich, ne? Also für Xbox 360 wahrscheinlich auch. Vielleicht auch für den PC, ich habe keine Ahnung. Wir spielen auf jeden Fall die PS3-Version. Ich selber kenne das Spiel jetzt mittlerweile ja schon so ein bisschen, weil der Max das ebenfalls displayed hat, damals als Geschenk von Julian. Allerdings damals in der PS2-Version. Und ich hab's halt natürlich nebenbei geguckt, ne? Ich hab jetzt nicht 10 von 10 immer auf den Bildschirm perfekt geguckt. Von daher werde ich einige Dinge wahrscheinlich trotzdem nochmal neu lernen, aber das ist ja nicht verkehrt. Ja, was ist Stuntman Ignition? Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das kaum mehr jemand kennt, glaube ich. Es ist ziemlich in der Bekanntheit gesunken. Ich weiß nicht, ob es jemals bekannt war. Auch den Entwickler Paradigm Entertainment hieß es, glaube ich, da eben, ne? Noch nie gehört, keine Ahnung. Ist aber ein Spiel, was ein sehr interessantes Konzept hat, denn wir sind im Grunde genommen, wie der Name schon sagt, Stuntfahrer. Und wir machen Stunts mit dem Auto für Hollywood-Filme. Und ja, da geht es dann um verschiedene Szenen quasi zu drehen und dort Punkte zu sammeln, damit wir weiterkommen, so in etwa. Ja, ich werde nicht 100% machen wahrscheinlich, dafür muss man, glaube ich, alle, man kann immer so zwischen 1 und 5 Sternen, glaube ich, pro Szene sammeln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und naja, über 5 Sterne sammeln ist relativ schwer, glaube ich. Von daher wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber mal gucken, wir spielen einfach mal drauf los. Aber durchspielen werde ich es auf jeden Fall, das sollte funktionieren. Und ja, mehr bleibt mir eigentlich schon gar nicht zu sagen. Da unten übrigens online anmelden, das ist ein Trap, ist ein Trap übrigens, der Button. Wenn ihr das drückt, dann softlockt sich das Spiel. Ich habe es vorhin einfach mal random ausprobiert. Mal gucken, ob da irgendwas passiert und ja, ich lande im endlosen Ladescreen. Ja, die Server sind nicht mehr vorhanden, sowas aber auch. Was gibt es noch bei Optionen? Thrill-Kameras, wirklich. HD ausblenden, ne. Naja, gut. Erfolge. Trophäen hat das Spiel übrigens nicht, aber man kann wohl Ingame-Trophäen sammeln. Kann man auch sehen, was man dafür machen muss? Nö. Na gut. Karriere. Fangen wir mal an. Oh. Ja, es tut sich gerade einiges, also hör mir genau zu. Ich weiß, das ist nur ein kurzer Werbespot, aber der Top-Regisseur Richard Langston ist am Set und er sucht nach einem Fahrer für seinen nächsten Film. Du kannst so deinen Fuß in die Tür kriegen, also versau es nicht. 3, 2, 1, Action! Fantastisch.
Fantastisch, Kleiner. Saubere Arbeit. Langston will dich und er fängt morgen mit dem Dreh an. Pack deine Sachen. Wir müssen den Flieger kriegen. Mhm. Hallo, ich bin Richard Langston, Regisseur von Aftershock. Willkommen in British Columbia. Wir drehen hier einen Katastrophenfilm. Für dich gibt's also genug Arbeit. Pyrotechnik, brennende Gebäude, Lava, die vom Himmel regnen. Wart mal eine Sekunde, bitte. Langston hier. Kannst du eben mit ihm sprechen, Kate? Klar, kein Problem. Hi, Champ. Ich bin Kate Winthrop, erste Regieassistentin. Ich habe gehört, du arbeitest zum ersten Mal auf einem großen Set. Also erkläre ich dir mal alles. Wir werden dich in deinem Fahrzeug verkabeln und der Stuntkoordinator gibt dir alle Regie-Stunts durch, die du treffen musst, okay? Er wird sie dir auch auf deinem Hut mit gelben Stunt-Symbolen markieren. Dabei sind Drifts, Sprünge, das Fahren durch Lücken und andere Manöver. Wir benutzen ein Punktesystem, um deine Läufe zu bewerten. Das tun alle Regisseure. Wenn du einen Regie-Stunt verpasst, setzt es einen Strike. Bei 5 Strikes muss Richard neu drehen, was ihn nicht glücklich macht. Wenn du einen Lauf schaffst, sieht er sich deine Punkte an und gibt dir eine Szenenbewertung in Form von Sternen. Du kannst bis zu 5 Sterne verdienen, wenn du echt gut bist. Richard ist schon lange im Geschäft und wird respektiert. Tu, was er von dir will und du machst dir einen Namen. Sekunde mal, Richard, sonst noch was? Hab noch das Studio dran. War nett, dich kennenzulernen. Ich sehe dich am Set. Okay. So, Kleiner, bereiten wir dich mal auf diesen Filmjob vor. Als dein Stuntkoordinator ist das meine Aufgabe. Du wirst in Aftershock 4 verschiedene Fahrzeuge fahren. Einen R3000 Sportwagen, einen Geländewagen, eine Enduro und den Streifenwagen eines Feuerwehrmeisters. Jedes fährt sich anders und es kann eine Weile dauern, bis du dich daran gewöhnt hast. Die Sets sind groß und chaotisch, mit echten Explosionen, Projektilen und Lavaströmen. Meide die Lava, sonst steht die Produktion still, bis sie dich rausgezogen haben. Es gibt ein paar tolle Stunts, wie ein Rennen über brennende Hausdächer. Und im Finale wird die Stadt zerstört. Vor jeder Szene zeige ich dir die Schlüsselszenen und gebe dir Tipps. Also hör auf mich, dann passiert dir nichts. Okay. Aftershock, Szene Reign of Terror. Lava Flow, Volcano Climb, Earthshake, First Tremor und Escape. Na gut, fangen wir doch einfach direkt mit dem ersten an. Let's fucking go. So, labert ihr mir nochmal zu? In deiner ersten Szene springst du für den Gammler der Stadt in seinem R3000 ein und fliehst vor dem Vulkanausbruch. Der Höhepunkt ist ein gewaltiger Sprung über einen brennenden Sattelschlepper. Du musst die Rampe gerade treffen, dann ist alles klar für den folgenden Stunt. Sobald du landest, kommen ein paar Präzisionsfahrer auf dich zu und du musst zwischen ihnen durchfahren. Pass auf, das ist eine gefährliche Sache. Hab keine Angst vor Retakes. Mr. Langston ist wählerisch und schwer zufriedenzustellen. Laufen lassen, das ist unsere erste große Szene. Fangen wir den Film richtig an. Okay. Genau, verketten. Dafür muss man, glaube ich, halt, es ist so eine Art Combo, die man aufrechterhalten muss, um tatsächlich auch die volle Punktzahl zu bekommen. Das heißt, man muss von Anfang bis zum Ende durchgängig die Combo halten. Ja. Drei, zwei, gucken wir mal, wie es läuft. Eins. Also wir können irgendwie mit der schönen Taste. Oh. Okay. Oh Gott. Einfach mal fahren. I guess. Oh, das ist nicht gut. Wie driftet man denn? Okay, Moment. Steuerung. Ich muss mir die Steuerung erstmal geben. Also, Gas R2, Bremsen L2. Ich kann leider nicht mit dem Steuerkreuz übrigens lenken, was ich sehr schade finde. Ja, Kamera drehen. Guck mal, geht's sogar im Menü. Ui. Handbremse ist Kreis, okay. Und Aktion ist das, was auch immer. Oh Gott. Nee. Nee, R2 ist schon ganz gut. Passt schon soweit. Und habe ich das Richtige? Ich will auf die Steuerung. Mein Gott. Habe ich das Richtige ausgewählt? Ja, okay. Fangen wir mal von vorne an. Zwei, eins, Action. Geht ja gar nicht. Das Spiel, die Framerate ist übrigens nicht so stark vor dem Spiel auf jeden Fall. Aber es ist halt PS3, was erwartet man, ne? Ah, okay. Hui. Okay. Das war gut. Zwischen den Autos durch. Okay, war gerade noch so im Bereich, glaube ich. Okay, scheiße. Der war zu weit weg. Durch die Lücke. Cut!
So, das war schon mal nicht schlecht. Ordentlich, aber ich will etwas mehr Aufregung. Okay. 2 Sterne. Bin enttäuscht. Sieht man die Szene jetzt nochmal im Hintergrund tatsächlich? Ja, ja. Ist denn wirklich das, was ich gefahren bin? Oder? Ja, doch, glaub schon. Wie ich so schön verkackt hab. Bus freigeschaltet, Farbanpassung. Mhm. Na komm, machen wir mit der nächsten Szene erstmal weiter. Sterne korrigiert werden im Zweifel später. Lava-Flow. In Stuntsman Ignition dreht sich alles um Stuntpunkte und die richtig großen Nummern machst du mit Stuntketten. Jeder erfolgreiche Stunt bringt Punkte und geht in die Stuntkette. Die Kette wird immer länger, wenn du innerhalb von 2 Sekunden nach einem Stunt den nächsten machst. So wird auch dein Multiplikator höher. So wird verkettet. Behalte deine Stunt-Anzeige oben links im Auge. Sie sagt dir, welchen Stunt du soeben ausgeführt hast und wie viel Zeit dir bleibt, bis die Kette reißt. Du brauchst den nächsten Stunt, bevor die Kette ausgeblendet wird. Wenn die Kette reißt, werden die Punkte zur Gesamtpunktzahl addiert. Welche Stunts setzen eine Kette fort? Jeder. Drifte, fahr knapp an irgendwas in der Szene vorbei, fahr durch ein Zeittor, mach einen Regiestunt, spring von einer Rampe ab. Freie Auswahl. Such dir was auf der Strecke, um die Kette fortzusetzen. Wenn du die 5 Sterne willst, die kriegst du nur über eine Kette. Das heißt, du musst eine ununterbrochene Kette von deinem ersten bis zum letzten Stunt halten. Wenn du den ganzen Level verkettest, bekommst du zunächst 0 Punkte. Okay. Okay, hat also schon erklärt, wie das funktioniert mit der Verketten, ne? Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt notwendig, um das Spiel durchspielen zu können, nicht wahr? Proben die Szene verketten. In diesem Fall scheinbar schon. So, seht ihr was auch jetzt? Zack. Fahr unter dem Sattelschlepper her. Drift nach links. Fahr knapp an den Kisten vorbei. Drift nach links. Okay, fahr knapp vorbei. Zack, zack, zack. Oh, das war schlecht. Nein, ich hab verkackt. Kurz vor Ende. Schade. 3, 2, 1, los! Aber ich habe verstanden. Wusch, wusch. Man kriegt eigentlich ganz gutes Feedback auch. Durch die Sounds, ne? Wusch, wusch, wusch und so. Fahr knapp vorbei. Drift nach links. Drift die Rampe. Ich hab irgendwie den Drift verkackt. Okay, das war jetzt aber verkettet, oder? Ah ja, nächste Szene. Okay. Heute ist die letzte Szene vom Gammler dran. Beim Versuch, aus der Stadt zu flüchten, wird er von Lava angeschmort. Der Hauptstunt ist die pyrotechnische Salve. Wenn du über einen bestimmten Lavaspalt fährst, der auf deinem Hard markiert ist, drück, um den Wagen in Brand zu setzen. Es wird warm, aber der Kühlanzug schützt dich. Sobald du brennst, machst du einen Satz durch die Autowaschanlage, um das Feuer zu löschen. Dann geht's zum großen Finale. Achte auf die Lava. Achte auf die Lava. Pyrotechnik bereit, Statisten auf Position. Wir wollen die Leute in den Kinosesseln mal aufscheuchen. Eieiei. Na gut. 3, 2, 1, Action! Trifft das Objekt. Achso. Das Objekt. 3, 2, 1, Action! Trifft das Objekt. Bumm. Durch die Lücke. Ui. Drück die Aktionstaste. Dreieck. Ich hab's gelernt. Ui. Driftwende nach rechts. Durch die Lücke. Ei, scheiße. Oh Gott. Am Auto vorbei. Driftwende nach links. Voll von der Wand mitgenommen. Driftwende nach rechts. Ist ganz schön laut, ne? Ich mach den Sound gleich mal leiser. Driftwende nach rechts.
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fahr durch das brennende Gebäude. Driftwende nach links. Boah, war ich hier eine Scheiße zusammen? Egal. Wenn denn das hat funktioniert? Nicht in die Lava? Oh. Wow. Cut. Für einen Anfänger wie dich ist das anständige Arbeit. Danke. Das war eigentlich echt scheiße, aber hey. Komm, irgendwie habe ich den Drang, das gerade nochmal zu fahren. Ja, das war eigentlich nicht so gut. Ich werde den Sound mal ein bisschen leiser drehen. Beziehungsweise ich werde das mal in-game machen. Damit ich hier bei... Damit ich hier bei der Capture Card nicht immer umstellen muss. Kann ich? Nee. Machen wir auf 70 alles. So, let's go. 2, 1, Action! Das ist das Objekt. So, erstmal das Ding umfahren. Zack. Durch die Lücke. Knapp dahin durch. Rüberspringen. Wollte ich eigentlich ein bisschen schön driften, um mal ein bisschen die Kette aufrecht zu halten, aber das hat eher so mäßig funktioniert. Das ist gar nicht mal so einfach, die Kette aufrecht zu halten. Ich hab gar nichts gesehen gerade. Hey, das, ich war noch im Bereich, finde ich. Fahr durch das brennende Gebäude. Driftwende nach links. Hallo? Nee, Alter. 3, 2, 1. Eieiei. Triff das Objekt. Da geht's schon los, so. Durch die Lücke. Drück die Aktionstaste. Das war ein sauberer Drift, so. Ach komm, hä? Als ob das nicht zählte, was ist das denn? Bin doch gelöscht. Kommt doch nur darauf an. Muss doch nicht elegant aussehen, wo sind wir denn hier? Wow. So, ich glaube jetzt... Hä? Ich bin auch durchgefahren, weil ich jetzt irgendwas da umgefahren habe. Oh. Naja. Cut! Abzug machen. Auf zur nächsten Einstellung. Naja, immerhin 3 Sterne. Das solide, würde ich sagen. Okay, Bonus freigeschaltet. Keine Ahnung. Dann kümmern wir uns nochmal um die nächste Szene und dann war es das auch schon für heute. I guess. Aha. Achso, hier kann man sich nochmal Bonus-Scheiß an. Okay. Angucken. Oh, jetzt Moped fahren. Oh oh. Unterhalten wir uns über Motorräder, Kleiner. Regisseure lieben sie, weil sie schnell und laut sind und jeder Szene Pfeffer geben. Sie sind aber auch schwer zu steuern und viel gefährlicher. Pass also auf, sonst müssen sie dich vom Pflaster kratzen. Es gibt 2 reine Motorradstunts. Zum einen ist da der Wheelie. Der ist immer gut, um eine Fahrt zu beginnen und hält deine Kette zusammen. Beweg den linken Stick zurück und gib gleichzeitig Gas, so reißt du das Vorderrad hoch. Drück ihn nach vorne, um das Rad wieder runterzubringen. Dann hast du noch den Slide. Führe dazu die Aktion aus, wenn du über die entsprechende Stuntkiste fährst. Damit legst du dein Motorrad auf die Seite und rutschst weiter. Ist ganz einfach. Mal sehen, was du drauf hast. Oh oh. Hm. Erstmal proben, okay. PlayStation macht wieder lustige Geräusche. Okay, Stunt ausführen. 3, 2, 1, los! Mach einen Wheelie! Oh, hui!
Das lief jetzt nicht so gut. Oh. Aber immerhin durfte ich weitermachen. Eigentlich ganz nett. Weil er so viel an Geschwindigkeit. Oh. Ich weiß nicht, wie man U-turnt. Einfach voll driften, wa? Na komm. Sollte reichen. Cat ist noch da, aber jetzt wird sie leider sterben. Aber egal. Ist egal. Kann ich da rüber springen? Nee, kann ich nicht. Hä? Wie U-turn ich? Mach noch einen U-turn. Hä? Wie U-turn ich denn? Fahr knapp vorbei. Steh ich ja nicht. Drift nach links. Drift die Rampe. Ui. Nicht bestanden. Gut, ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Mal nochmal. Keine Ahnung, wie ich jetzt U-turne, um ehrlich zu sein. Naja. Gut, ich sag trotzdem danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses kleine Projektchen hier. Wird lustig. So lange dürfte das Spiel auch nicht gehen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss.